So, weiter geht's. Wir gehen jetzt durch das Gefängnis in das innere Kloster. Dazu müssen wir hier in den Baracken einmal den Gefängniseingang noch finden. Ich schätze mal, der wird da oben irgendwo sein. Oh. Wir wollen natürlich weiter mit dem Bogen spielen. Wäre eigentlich auch praktisch, wenn ich Kälteschaden in meinen Bogen hätte. So, Gefängnis Level 1. Nightmarish tortures took place here. Flammen, die casten. Bin ich schon voll zufrieden mit. Wenn ich mir irgendwann noch mal eine bessere Grafikkarte gönne, dann wird es bestimmt auch mit besseren Einstellungen noch laufen. Aber es lohnt sich so auf jeden Fall auch schon. Run. Noch ein Ring. Nee, ein Saphir. Ja, der würde uns jetzt schon Kälteschaden geben. Den hätte ich da statt dem Feuerschaden reinsackeln sollen. Aber naja. Der ist schön. Den bewahren wir erstmal auf. Mit Feuer habe ich es ja momentan nicht so wirklich zu tun. Obwohl doch eigentlich Flammenmagier. Aber irgendwie haben mir die Flammen von denen kaum was angetan. So, damit haben wir auch den Wegpunkt der Vollständigkeit halber.
geht's denn hier weiter? Wunderbar, Level 2. I need mana. I need mana. Not enough mana. Komm, da gehen wir einmal volle Breitseite drauf. Drück ein paar Tränke durch. Geht manchmal schneller als das ganze Hit and Run. Aber verbraucht natürlich auch mehr. Oh, da ist Foul Dog. Das war Foul Dog. Na. Da liegen noch ein paar nette Sachen jetzt drin rum. Den Gürtel können wir wieder voll machen. Weiter geht's. Ich glaube, so langsam könnte ich auch mal wieder Pfeile gebrauchen. Sollte mal wieder jemand welche droppen. Das wäre wirklich herzallerliebst. In der Durchgang zu Level 3. Oben oder hier links. Ah, wahrscheinlich da oben. Ah, nee, doch hier links. Dann sind wir ja jetzt schon fast im Inneren des Klosters.
Oh, da haben wir schon den Durchgang. Treppe hoch. Gleich geht's wieder Treppe runter. Aber erst gibt's hier erst einmal den Wegpunkt. Ja, gehen wir einmal kurz in die Stadt. Und dann haben wir gleich Bone Ash am Start. Der einmal zerlegt werden möchte. Ah ja, ich habe doch gerade identifiziert. Die gibt ordentlich Resistenzen. Meine Herren. Dagegen sieht die Kappe, die ich trage, ja wirklich alt aus. Mann, 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 ist das schön. Auch wenn es ein bisschen scheiße aussieht, ehrlich gesagt. Oh Mann. Die Farbe ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Liegt wahrscheinlich an der Nova. Oder am Kältewiderstand, aber ich glaube eher an der Nova. Was genau macht das? Ah ja. Schön. Also nicht schön, aber brauchbar. Muss man gerade einfach mal sagen. Ah, nee. Ich war doch am Wegpunkt. Da geht's doch weiter jetzt. Wer ist hier am Start? Die Kathedrale. Die ist auch sehr, sehr schön geworden. Die Säulen und die Fackeln, die Kerzen. Kirchenbänke sind sie hier. Mal wieder ein paar Leute am Start. Geister und Gespenster. Goblins und Skelette. Da ist das Skelett. Da ist das Skelett, was ich gesucht habe. Mit Bone Ash bitte alleine sein. So. Versteck dich doch nicht hinter der Säule. Du stehst gerade im Rampenlicht hier. Herrlich. Herrlich, aber auch ganz schön giftig, der Typ. Kältepfeile bringen gar nicht mal so viel bei ihm, weil er selber kälteverzaubert ist. Gift und Kälte macht er. War es auch schon mit ihm.
alles sehr, sehr schön hier. This place is eerie. Wieder ein Level up. Da freuen wir uns aber. Oh, das sind welche mit Fana-Aura. Könnten ja ungemütlich werden. Die fressen auch schon ziemlich viel. Pfeile fehlen auch gleich. Komm schon, macht nicht immer einen Pfeiler am Start. Du hässliches Monster vielleicht. Schade, aber danke für den Level Up. Dann greifen wir mal noch mal eine Runde zum Speer. Wurf, dann sind die finito. Jedenfalls in den meisten Fällen. Und da haben wir endlich die Pfeile, die wir haben wollten. Und noch mehr Pfeile, super. So kann es erstmal weitergehen. Die hauen doch schon manchmal ganz gut was raus. Ja. Aber trankmäßig bin ich ja bestens unterwegs. Oben muss ich noch mal gucken. Jawohl, hier geht's weiter.
Wo bin ich denn hier reingelaufen? Mann. Oh, Spinne. Auch nicht. Dann müssen wir wohl in die andere Richtung. Schon wieder keine Ausdauer mehr. Spinnen. Ja, doch, die Pfeile solltest du mal mitnehmen. Ja, hier geht's weiter. Dann muss da links doch mal der Wegpunkt sein. Ja, ich bin nur in den falschen Weg gegangen. Perfekt, damit haben wir alle Wegpunkte im ersten Akt und können uns auf zu Andariel machen. Genug Pfeile, genug Tränke. Braucht man nicht mal vorher noch in die Stadt oder so. Einmal schnell Level 4 noch finden. Zwei Zombies und ein Ghoul-Lord. Das ist jetzt nicht so aufregend. Da wollen wir uns nicht mit aufhalten. Ich bin jetzt nämlich schon hungrig auf Andariel. Thank you.
Versuchen wir hier unser Glück. Das sieht gut aus. Ja, ein Sicherheitsportal, warum nicht? Feuer verzaubert, dann dürfte dem meine Kälte ja gar nicht gefallen. So, Kollege, jetzt sind wir ja alleine. Und da verabschiedet er sich auch schon. Naja. Hier auch das schöne Feuer überall. Ja. Dann machen wir wohl mal die Tür auf. Ja. Die einmal schnell wegschießen. Einmal rechts den Schamanen. Eine Schamane. Ja. Eigentlich keinen Bock, extra in die Stadt mir Antigift-Tränke zu holen. Aber eventuell muss ich eh wegen Mana trinken. Ja, komm. Was muss, das muss. Dafür feuere ich aber auch gleich richtig ein. Dafür, dass die mich hier nötigt, in die Stadt zu gehen.
Oh, den könnte ich gleich im nächsten Akt verkaufen. Ah, und das war noch der tolle Ring, den wir auf jeden Fall behalten. Mana fehlt jetzt noch. So, damit sind wir jetzt wirklich bestens ausgestattet. Nahkampf sollte ich dann doch nicht mit ihr machen. Haben wir aber auch gar nicht nötig. Eigentlich sehr easy going. Und da geht sie in Flammen auf. Und sie hat mir einen Bogen hinterlassen. Wie nett von ihr. Das finde ich wunderbar. Klunker. Ich schätze, der wird meinen jetzigen Bogen auf jeden Fall ablösen. Jawohl, und er hat sogar Lifestyle per Hit. Oh, herrlich. Blitzschaden hat er auch, Feuerschaden hat er, Feuerresistenz. Sehr schön. Damit können wir ja gleich im zweiten Akt loslegen. Good day. Können wir uns noch einmal von den ganzen Leuten verabschieden. Good day. And Dario. Kiste. Schöne Klunker. Der kommt hier auch erstmal rein. Na, Gegengift können wir bei den Gräbern gleich auch noch gebrauchen. Aber wir kaufen gleich im zweiten Akt bessere Tränke. Akara und Giet haben mich beschissen, denen sage ich am besten gar nicht erst Tschüss. Where can I take you? East, over the mountains and into the vast ja, deserts. Das kennen wir doch noch. Aber greeting. Überspringen wir das Ganze und schauen uns hier in der Stadt noch schnell um.
Das sieht doch alles relativ gut aus hier. Ja, so kann es dann gleich weitergehen.